Guten Morgen, ich mache jetzt einen Durchbruch. Ich schaffe den Durchbruch. Und zwar von einer Wand in der Küche zur anderen Wand im Wohnzimmer. Ja, zur anderen Wand. Nee, durch die Wand von der Küche ins Wohnzimmer. So. Natürlich. Olaf! Was hast du jetzt? Ich wollte mal nicht so mal diese schöne Hinterglasbild zeigen. Was? Zeig mal. Eigentlich habe ich aber schon mal gezeigt. Dann wollte ich mir ja einen Enkelplakat anhängen. Ach ja, wird. Der Carsten hat mich gestern angerufen. Wegen dem Bild. Hast du mit ihm nochmal darüber gesprochen? Sowieso? Der hat mich gestern an mit der Ali. Bild, das ist ja gar nichts. Ist ja ein bisschen hinter. Selbst wenn es ein kolorierter Kupferstich ist, ist das scheiße. Ach so, na, ich hab gesagt zu ihm, dass es wahrscheinlich ein kolorierter Kupferstich ist. Ich sage, wisst ihr, Tommy und ich und Marlies, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, das ist ein kolorierter Druck. Ein kolorierter Druck, oder? Ich sage, und mir gefällt es, ich sage, ich würde ja nicht verkaufen, ich finde das ja selber schön, ne? Macht ja auf jeden Fall. Warum macht denn der so eine Welle? Was ist da los mit dem? Ja, liegen wir jetzt dann auch auf dem Sack. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, wisst ihr, jetzt macht er das Ding malig. Und ich sage dann vielleicht, bin ich scheiße oder so, wisst ihr, dass er das Bild dann wieder haben will. So kam mir das dann vor. Erst malig machen und dann zurück haben wollen, wisst ihr. Ach, der war schon angeschlagen, oder? Ja, darf ich. Ja. Gib doch mal Malis. Das mal Malis. Finde die Defekte. Oder finde heraus. Malis ist ja Wertgutachterin für sowas. Die Fick-Natur. Ja, schon gesehen, aber das ist ja richtig schlimm, das Bild. Ja, ganz schön hingeklüstert, ne? Das ist richtig hässlich. Ja. Das ist Picasso-Art. Schotte oder wer? Ja. Nee, ich dir gleich weiter. Nee, du musst was dazu sagen. Das ist schrecklich. Ja, das ist wie eine Ikonografie oder was? Ja, das ist sowas. Dali-mäßig, ja. Das könnte doch sogar Dali aber das sein. Das ist nicht Hinterglasmalerei, oder? Das könnte doch sogar eine Darstellung Dali sein. Achso, ja. Und dann stimmt, ist es auf Georg, ja, den Drachentöter, allerdings ist das kein Drachen, sondern ein Storch, ne? Ja. Also, dass die Babys nicht kommen. Die Nibelungensage. Das ist ganz kurios. Ja. Ad absurdum kuriosum. Kuriosum. Ja, aber Julia bekommt zum Beispiel nicht erzählen. Schon krass. Ja. Also, MacGyver-Diplom. Richtig, ja. Das hab ich, MacGyver-Diplom. Hey. Achtung. Hab alle Folgen gesehen. Kannst jetzt alles. Ich weiß nicht, eine. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Naja, ja, du seilst dich gerade ab. So, was soll ich denn jetzt mit dem Bild? Das ist tatsächlich hier. Fruchtbarkeit. Titten sind hell, Bauch ist hell. Also heißt es Fruchtbarkeit. Der hat hier auch so eine Wiege in der Hand, ne? Genau. Storch. Klapperadatsch. Tot. Was ist das? Fackel? Nee, Schwert. Schwert ist das. Lebensbaum. Hier sind die Spermien. Richtig, das ist der Samen. Du bist gut. Ist das ein Zyklus? Nee. Das ist echt nur so ein... Das ist das Anti-Kinder, das ist ein Verhütungsbild. Das ist ein Verhütungsbild. Spermium. Ach, guck mal. Das mit dem Herz vorne dran. Das ist ein perverses Bild. Das ist symbolisch. Was gibt's denn da zu lachen? Das ist ernste Kunst. Was hast du denn da gesehen? Was denn? Auf alle Fälle reibt er das Horn. Ja, genau so. Was habe ich gesehen? Was hast du denn da gesehen bei dem Bild? Dem was Bild denkst du, was das darstellt? Das hier? Ja. Also nicht der Drachentöter. Weil das ist ja kein Drachen da heute. Das ist einfach nur, keine Ahnung, Kunst oder heute. Der steckt schon eine Geschichte dahinter. Der ist ja 99 gestorben und der ist bekannt für seine Hinterglasbilder, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Dafür ist er bekannt.
Das ist schon sehr ausgefallen. Und ist das ein Hinterglasbild oder ist das Folie? Ja, das ist wahrscheinlich. Das ist Folie, das ist nicht Hinterglas gemalt. Ist ja egal, ob das Folie oder gemalt ist. Jetzt ist das wieder los, wa? Ja, ja. Auf jeden Fall ist es. Das ist eine Scheiße. Auf jeden Fall ist es bekannt. Aber guck mal, du siehst ja hier, dass das. Also ist mit Blattgold, mit, ja, nicht mit Folie. Blattgold. Das Blattgold halt. Das ist eine Collage wahrscheinlich. Genau, und dann ist es. Natürlich gemalt, aber es ist nicht hinter, ist doch nicht auf dieses Glas gemalt, ne? Oder? Denkst du? Ich will es sagen. Na, das kann man wirklich erst sagen, wenn man es. Muss man aufmachen. Naja, das. Nee. Kann aber passieren, dass alle dann im Glas kleben bleibt. Moment mal, das kommt mir aber bekannt vor. Déjà-vu. Ich fand es auf jeden Fall witzig. Blattgold. Und ich war auch der Erste, der hat in der Hand genommen, das, die Olle, bei der hatte ich schon mal, weil die guckte, die hat leer an mich gedacht, hat mir das gleich gezeigt. Und dann stand es wie Typen neben mir, die hätten es so gerne geguckt, aber. Halt dann ist es Hinterglasmalerei. Nee, da wird schon ein bisschen mit Folie gearbeitet worden. Also mit Blattgold ist es ja, definitiv genau. Mit Blattgold hinterlegt. Vielleicht hat er wirklich dann die. Ich hätte mir ein T-Shirt anziehen sollen. Wer ist da? Kiste Mate. Ja. Die steht hier geradeaus so. Eingang geradeaus so. Gibt es sie? Ja, hi. Gibt es sie hier, wa? Jawohl. Ja, perfekt. Kannst du auch auf dem Rückweg mitnehmen. Kannst du mich auf dem Rückweg mitnehmen? Was für ein Rückweg? Wie geht's zurück? Ja, natürlich, Mensch. Wir haben da alle zu Hause. Danke. Also, ich würde Bescheid sagen. Hast du dich so erkältet? Ich habe nicht erkältet. Gehört sich so. Ja, und dann bist du bestimmt jetzt auch wieder dran. Das ist meine Brotbox. Habe ich heute nicht gemacht. Ah, weil ich heute arbeite, oder warum? Na, wo ist mein Essen? Das ist ja furchtbar. Wir hätten ja mal heute jetzt essen gehen müssen. Ja, normalerweise. Der Kuchen kommt von 10 bis 12. Der Kuchen kommt von 10 bis 12. Das heißt, wenn ich da ist, zwischen, also bis. Nach 11 da ist, muss ich Skadi abholen. Dann musst du kurz hier warten, falls der Kuchen kommt. Nein, das geht nicht. Ja, wie soll ich das sonst machen? Musst einen Zettel da machen, soll da drüben klingeln. Ja, aber das hörst du doch nicht, wenn du da bohrst, oder? Das geht einfach nicht. Also das geht nicht. Ich muss heute dieses Ding, das muss ich durchziehen. Das ja, muss ich machen. Mann, ich kann nicht immer jedes Mal kurz irgendwie was machen. Ich muss auch einmal eine Aufgabe durchziehen, Mann. Jetzt habe ich extra einen Tag jetzt frei, damit ich genau das jetzt machen kann, weil ich das sonst nicht hinkriege. Vielleicht kommt der ja auch vorher, keine Ahnung. Nein, der musste da bleiben, das ist egal. Ist eingewöhnt, fertig. So, Prost. Was ist das denn? Was ist das für ein Kaffee? Ja, und du isst du nichts oder was? Ich esse Feige. Ich esse Feige. Ja, ich. Ah, die hat ganz wenig rosa. Aber Luke ist halt ganz rosa. Aber so ein ganz zartes. Ah, Luke ist komplett in rosa. Ja. Heute? Nee, ach, Luke hat eigentlich wenig rosa an. Immer ihre ganzen Spielsachen. Alles ist immer pink, 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 pink. Achso, das ist ja Spielsachen. Aber ich meine, so in Klamotten ist sie sehr dezent. Sie ist nur noch pink. Da muss ich auch mal aufhören irgendwann. Hm? Das muss aufhören? Mhm. Das Pinke? Mhm. Findest du die Farbe schön?
Was magst du das? Das ist gar nicht was nicht heute. Beim Abgeben. Katia hat Spätdienst. Dann hat eine andere Erzieherin. Das hat kurz übernommen, bis Katia kommt. Und Skadi ist gleich auf sie zugelaufen und hat sie die Arme so ausgestreckt, die Erzieherin. Das war so eine ganz junge. Und dann hat Skadi auch so. Und dann hat sie die auf den Schoß genommen. Und Skadi hat gleich ihren Kopf so an sie rangelehnt. Ne? Und dann sagt sie so, dann willst du Mama noch Tschüss sagen? Da dreht sich um. Und dann bin ich gegangen. Perfekt. Hallo, fertig. Ja. Catching Ball. Was für ein Ding? Tier. Euline. Ja, und Dings, Euline. Und Dings wusste gleich Bescheid. Wer? Frau Silkenaar. Aber wieso? Was hast du denn an der Frage? Hast du so ein Hetchy. Was? Wie heißen die? Hetchy mal. Hetchmill. Hetchmill. Ja. Wieso hat er nur gesehen? Ich hab so eine Eule. Die ist heute Morgen erst geschlüpft. Alle wissen Bescheid. Alle Mütter wissen Bescheid. Alle Väter, ich sage, das war nicht abgesprochen. Ja, es gibt Dinge, da muss man durch. Ja. Also müsstest, ne? Das ist aber lang. Aber pass auf, Schreier ist das da. Ich hab die Maus drin in die Wohnung. Pass auf jetzt, pass auf. Moin! Ah! Ja. Mensch, du Affe! Ich liebe dich nicht mehr. Was, echt? Das ist hier mein. Ich überlege. Ja, überleg noch mal bitte. Pass auf. Du Arschloch, pass auf. Ja. Pass auf jetzt hier. Ich hab das. Also Thema habe ich diesmal ausgesucht. Ganz einfach. Blumenwiese. Blumenwiese. Wir schauen die Torte meiner Tochter an. Ja. Torte meiner Tochter. Ah, oh, das sieht hier. Ist auch falsch rum. Ich hab's jetzt erstmal mal hingestellt. Ah. Süß, oder? Ja, das ist doch wirklich süß. Das sind schöne Blümchen. Flug über die Blumen, wie hieß sie im Sommer? Ah, sie gehört an Anouk. Wie alt wird dann Anouk? Ich weiß nicht. Sieht ja sehr, sehr schön aus. Ja, ich dachte, jetzt wirst du es so sehen. Geschmacksrichtung. Sie hat ja jetzt auch gerade nichts, worauf sie gerade besonders abfährt. Wirst du wie. Frau Müller. Geschmacksrichtung Frau Müller. Das bleibt nicht aus in der Wohnung. Es ist halt sehr eine sehr staubige Angelegenheit.
gucken, was die Familie dazu sagt. Ich brauche jetzt was zu trinken. Das durchs Haus tragen. Tür zu. Das ist noch nicht fest, das ist nur reingestellt. Hier habe ich schon den Schutt weggenommen, der ist da drin. Das müssen wir, wenn der Container da ist. Tuppe voll und immer drin. Aktion. Aktion beendet. Gut aus. Sieht jetzt schon gut aus. Ja, ist ja noch nicht schliffen, nicht oder so, aber. Wird noch eingesetzt, richtig. Steht jetzt nur locker drin. Aber passt, ganz genau. Hast du sauber gearbeitet? Ja. Ja, schön. Dann hier. Ja. Auch. Ja? Nee, ich wohne hier. Und jetzt hier auch noch.